So, jetzt kriegt er ja alle meine Pin hier. Jan, wo bist du? Jan? Beim Geldautomaten. Alles klar, soweit verstanden. Kann man das nicht irgendwie umstellen mit dem Interaktionsmenü hier? Kann man umstellen. Ich muss den Editor machen, aber gib mal bitte her. Was hast du? Was ist denn her? Hoppa. Ah! Zwei Sachen ganz kurz. Ich war ja gestern bei dir in der Polizeikontrolle, ne? Wo du im Dienst warst. Habe ich erst von 3 oder 4. Mit dem BMW, das zu laut war. Ach ja, der I8, ja. Und da wurde mir, ja, da war echt laut, weil den hab ich den verkauft. Okay. Mann vom technischen Dienst hat gesagt, da kann man nichts mehr machen. Also er wird zwar fortet oder wir verkaufen den, weil der Motor war echt, ging gar nicht. Aus. Ja. Das ist eine Scheißkiste. Gesagt, morgen so 16 Uhr. Sonnenwende oder zur 0 Uhr Sonnenwende? Ach so! Kriegen wir bestimmt auch wieder einen neuen Kopfvorträger. Ja, ich hab 800.000 auf dem Konto, ich hab ein bisschen Geld. Ich hab 28.000. Ich hab jetzt gerade Flugzeuge jetzt hier holt. Ich habe nur 3.000. Ich weiß, dass den Beste illegal ist. Ist illegal. Mensch, Opi. Willst du die abkaufen? Wie gibt's denn? Gehen. Also. 5,5. 18. 15. 15,5. 15,5. Mein letztes Wort, 15,5. 15,75. Hier sofort. Echt? Jetzt hier sofort. Okay. Ey, Andi, es gibt so mein Geld aus, was ich dir gerade gegeben habe, ne? Brauchst du jetzt nicht für 16.000 die Weste? Ja, Opa braucht auch Geld. Ich brauch Opa braucht Geld. Wahrscheinlich braucht der Opa Geld. Ey, lass mit Opa in Ruhe, Alter. Ja, passt. Ja. Genau, ich mal, Junge, geh weg. Hallo, Kreis. Wir sind bei mir an den Ausweis, bitte, Herr Müller. Ja, natürlich. Wir haben Sie jetzt nochmal in der Hand. Ich bin aber ganz schön respektlos, so wie Sie über der Ja, mit einem gewissen Grund. Aber warum? Ja, wissen Sie gerne, wa? Der Mann ist sauer, weil ich ihm gestern die 100.000 gelassen habe. Ah. Oh. Ey, der weiß halt nicht. Der eine Kumpel hat extra 25.000 bezahlt, um seine scheiß Waffenlizenz zu kaufen. Oh. Und die war dann wieder weg. Mim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 
Ey, da muss ich ja schon mal hin. Fahr, Opa. Ey, da muss ich ja schon mal ein eigenes Auto Zweifahrer fahren, ey. Aber übrigens, jetzt streame gerade. Opa, wohin? Ich fahr gerade Flugplatz runter. Wo ist denn der? Du, ich hab. Was? Guck auf die Karte, wo wir jetzt gleich sind. Was ist? Ich bin nicht in eurer Gang. Was denn? Maximale Anzahl erreicht. Wow, ernsthaft? Nee, ich muss dann nachher ein bisschen hochgehen. Warte mal. Oh. Komm, komm, komm. Kostet 64.000, Alter. Ich wollte mal lesen gerade. Ich will mich damit alles zusammenlegen. Irgendwo brennt's gleich, hier. Ja, ich hab die Prüfung. Was hast du gesagt? Ich hab die Prüfung. Ah, Glückwunsch. Du solltest dein Bein vielleicht nochmal kühlen, ein bisschen. Der, wie denn? Die Hose packen. Ja. Warte mal, ich bin mal kurz was holen. Wieder da. Matze? Ach da. Richtig. Ey, gut, Zeit. Gut. Schreib du mal bitte von, das ist der Wilhelm von Hohenzollern, schreib dir mal, dass wir gleich zurück in die Stadt kommen. Dass wir was? Zurück in die Stadt kommen? Hä? Lotenschein. Was soll ich denn jetzt schreiben, dass wir gleich wieder zurück in die Stadt kommen? Ja. Warte mal. Ich
Ich weiß, von denen habe ich gerade eine Waffe gekauft. Ich habe von dem gerade eine Waffe gekauft. Okay. Ich kenne die. Ich habe gerade einen Unfall gehabt bei Kupfer in der Nähe. Könntest du mir zwei Reifen vorbeibringen? Könntest du mir zwei Reifen vorbeibringen? Vor Schräglage. Gehst du mir also meine Koordinaten durch? Oder wo du nochmal stehst? Ja, warte, ich guck mal ungefähr. Soll hier im grünen Feld einer sein? Ein was? Anscheinend nicht. Hast du schon die Blutenlizenz? Oh. Alter, was los? Soll ich machen, was soll ich nicht machen? Was denn? Den Heli kaufen. Welchen? Hummingbird. Warte mal. Na, dann hast du ihn schon mal. Das ist dein Geld, nicht meins. LOL, Alter, ne! Aber ich brauche unbedingt eine Bank. Wo ist der Karte da unten sein? Lass ihn nirgendwo. Nein. Warte, ich gebe dir die Koordinaten durch. Nicht der Holzhändler, nur Holz. Bleib mal bitte stehen. Jo. Ja, auf der Karte steht nur Holz.
Ja, da, oder Waffenhändler ist unter der Eis gehen, oder? Genau. Ja, ich komm. Man hört dich klar und deutlich. Positiv. Ah, jetzt geht's. Wie sieht's denn aus? Was machen wir? Ihr wartet am besten Garage. Nee, beziehungsweise, ich weiß nicht, wann die ganzen Cops online kommen. Die machen jetzt noch Ausbildung und dann kommen sie alle online. Ich würde sagen, Forst Haber Kupfer. Also mit dem LKW an Kupferfarm kommen. Jo. Mit den Köttenwaffen, die euch immer sicherheitshalber aus Sicherheitsgründen einfach mal. Da stand das geschossen. In der Stadt? Okay, ich bin gleich mal gerade raus. Garage hat das geschossen. Jo, lass ihn doch. Ja, ein kleinen, aber. Also der hat 134 Platz. Jo, du gehst dann gleich mit an die Kupfermine. Ja. Lass mich fahren. Du musst wirklich aufpassen hier mit der Karre. Ich weiß. Also wenn du jetzt geübter bist, mit solchen Karten, fahr echt so. Ich bin gleich da bei dir. Also ich fahr dann direkt zur Kupfermine, okay? Ja, nein, fährst du nicht. Zur Garage erstmal? Nein, du bleibst dann drauf. Ich werd beim Holz, kurz vor den Waffenhändler, wo genauer, sag mal, da muss. Du siehst doch da den Feldweg, oder? Die was? Den Feldweg. Ja, ich bin auf dem Feldweg bei Holz, nämlich offen. Ja, da fährst du ein bisschen weiter runter und da stehe ich dann. Roger. Bist du denn mit dem LKW? Siehst du? Ja, bin ich. Perfekter Schiff, du. 99.000. Kann sein, dass ich meine Kupfhallen werfe. Koordinaten? Nee, dann alles gut. Darf ich als Pilot? Wusste ich nicht auf welcher Seite, deswegen. Ich wollte wissen, wie viel der LKW im Kofferraum lagern kann. Jetzt weiß ich, was ich kaufen wollte eigentlich. Ich hab nicht gesagt, aber da wollte ich bestimmt.
Ohrenstöpsel. David, was ist bei Englisch-Polizisten vielleicht? Also ich denke, ich mache, dass sie das machen werden. Da gehe ich drin davon aus. Thank you.
bin da so doof, ey. Hat jemand eine Spitzhacke? Ist das leiser? Ja, aber wie macht man die Ohrenstöpsel rein? Hat jemand eine zweite Spitzhacke? Nein, nicht. Scheiße. Ich glaube mit Alt und Strom und sowas. Wenn du auf der Karte bist. Warte, ich hab ein Problem. Lass dich nicht mal, möchte bitte über uns verschwinden, sonst schieße ich. Ich hab mir vergessen, die Spitzhacke zu kaufen. Hat sich auch vergessen, mir eine Spitzhacke zu kaufen. Das wie auch willst du noch sagen? Wie gesagt, ich achte hier oben drauf, dass jetzt keiner kommt. Jo. Weil wir haben gestern das Thema gehabt. Wo kann ich eigentlich mit dem Ding tanken? Weißt du, was aufgefallen ist? Was? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ich habe noch 44 verarbeitetes Kupfer in meinem Auto. Toll. Schreibt mir bitte, sobald die Leon gleich da ist, ich hole ihn ab. Jo, kann ich machen. Und er soll die Spitzhacke für dich mitbringen. Jo. Ja, wir haben noch 8 Auto, Reifen bei mir, falls wir noch 2 brauchen oder noch Wagen. Jo. Soll ich Spitzhacke? Stopp, ich hab ne Spitzhacke. Komm zurück, ich hab ne Spitzhacke, ich hab's gerade gesehen. Ja, Leon, ich hol Leon in der Stadt ab. Sag bitte Bescheid, er soll außerhalb von der Stadt gehen. Ich brauch die Spitzhacke. Leon? Ja. Ich hol dich in der Stadt ab. Ja. Wo soll ich hinlaufen? Ja, am besten runter Richtung Hochofen. Beim Krankenhaus vorbei. Danke, Stan. Kein Problem. Alles klar. Wo soll ich denn da meinen hinmachen? Ich hab ja nicht mein Auto hier. Ich hab 3er eingesteckt. Ja. Ach so. Wäre nett, wenn du mir mal deinen Schlüssel geben würdest. Von einem LKW. Weil mein Auto steht am Flugfeld. Komischerweise. Warte. Aber nicht wegfahren. Meine Nein. Hier schon drin. Eigentlich wortwörtlich. Danke. Nein. Ja. Jemand den verstanden? Ja, Leon. Ich bin auch dran. Boah, ja, ich war nicht gefahren. Man versteht die kaum schlecht. Ganz schlecht. Also ich verstehe jedes Wort, also.
Ja. Das ist ja geil. Weitergefahren. Das war Andi, wird gespottet. Stein kann ich wegschmeißen, oder? Kommst du mit dem Helikon? Ja. Es ist so, als wenn du vom Kupfer weg kommst, nach da musst du fahren, damit der Landkreis ungefähr hinfahren. Andere Richtung von hier. Andere Richtung, von da, wo du gekommen bist, dann lang gefahren. Kann ich die Steine wegschmeißen? Der wartet irgendwo auf euch. Ich sehe den nicht, der hat sich versteckt.
ein voller Tank. Das Fahrzeug, was hier lang gefahren ist, das war ein Audi. Ich habe einen halb voll Tank. Was schon? Jawohl. Nein, er müsste das Audi voll sein. Spritsteuer. Dafür gibt's auch okay Geld aus, nur für den Heli. Tank. Ich weiß gar nicht, wo ich tanken kann mit dem. Kannst du mal eine Tankstelle? Darf du oben drauf landen oder was? Hat letztens bei mir nicht funktioniert irgendwie. Du musst wirklich genau neben der Zapfsäule halten und dann mit dem Mausrad scrollen und dann kannst du tanken. Sammelt ihr Rohdiamanten? Negativ. Oder wieder zwei, einer Zuschauer. Hat jemand eine Rebellen? Negativ. 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 Och, wie das jetzt mit dem Berg hochverkurbelt. Genau, und die Büsche steht drin. Moin Jans, ich bin auf Gamers First, das ist ein Mod-Server. Also mein Status abzufragen, eine Antwort zu geben. Wir sind jetzt gerade bei die Hemme zu beladen, das wird eine Weile dauern. Kann ich schnell tanken? Jo. Wir sind ja ausgerüstet, kannst du tanken. Ich bräuchte die Schlüssel für die Fahrzeuge. Jo, ja. Mach das Tank aus. Du bist Mod-Server, du. Steht doch alles drin. Wollen die mich forschen? Die schießen erstmal instant auf mich. Schießen auf ihn. Wo bist du? Die sind im Wald. Über euch. Verstanden. Bitte, bitte. Machen Sie eh nicht, soll doch. Yo. Alles klar. Ich hab keine Probleme. So kann wissen, keine Ahnung, auf welchen Servern hast du denn schon gespielt? Ich rede mit meinen Zuschauern. Ach nee, okay. Ja. So was gibt's? Ja, ich bin live auf YouTube. Ja. Auf Kokaine am Kopf. Was hast du gesagt, wo ich den Chat lese? Auf meinem Smartphone. Hey du.
Fall. Hi. Sieht fruchtig aus. Okay, cool. Keine Ahnung, kommt ran, ob die anderen auf uns warten und uns überfallen wollen oder nicht. Muss nicht funken. Ja, mit dir ist fast zur Hälfte schon voll. Schön. Ah, auf German Gaming hast du schon gespielt. Habe ich schon gehört, den Namen, also. So ist es nicht. Wo hast du die grüne Mütze her? Ich will die auch haben. Ja, warten, warte mal ganz kurz gucken. Wenn wir uns unsere Mützen tauschen. Achso, die Mütze. Wollen wir uns von mitten tauschen? In der Hauptstadt. Hauptstadt? Ja, ich bin der Meinung, wir alle haben abgeklappert. Okay. Wir haben von uns noch zwei. Einer ist jetzt so, der andere geht her. Oh. Wir haben drei. Andere hast du vergessen. Okay. Alter, wie soll ich denn das Ding jetzt tanken, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? Gleich steht unten. Der ist gleich wieder gestorben. Du meinst den Helikopter? Oh, guck mal, Nancy kommt. Ich bin nicht Nancy. Ich hab gesagt, Nancy kommt. Was machen wir mit den Rohdiamanten? Kannst du sie behalten? Du kannst sie irgendwann illegal schleichen, verkaufen oder wegschmeißen. Dann wegschmeißen. Die nehmen doch nur Platz weg. Jo. Ihr sagt mir, wenn ihr losfahrt, weil ich bin kurz was am Essen. Also ich bin schon noch da, aber was am Essen. Jo. Jo. Befuß dich vor deiner Familie nicht und stärke dich für den Kampf. Du wirst sterben. Ist der andere Helm voll da drüben? Nein, okay. Meine ist noch so gut wie leer. Okay. Deswegen, wenn wir jetzt einen voll machen, geht's schneller. Und dann gucken, wo wir denn zuerst nachher hinfahren. Ich weiß nicht, wo die lauern werden. Ist doch scheißegal. Ob sie wieder am Metallhändler lauern oder ob sie wieder dass die lauern, wie sie lauern sollen. Für was? Call. Überfall call, ne? Kannst du mal mit Sprache, ne? Kann hier auch irgendwas freischalten, weil du hier XP ja bekommst. Ja, du musst, kannst du, wenn du Z drückst, guckst du dann nachher mal bei Talentbaum rein. Achso. Jetzt tragen, schneller sammeln, besser abbauen und so weiter abgeht. Okay. Wo sehe ich mein aktuell? Rang 2, okay. Ich glaube auf Level 9 kannst du dann bei dann schneller abbauen. Wie setze ich diese Points? Talent, Talent im Raum, bis dann zum Beispiel bei Stärke und da würdest du zum Beispiel
ganz kurz verarbeiten, Lehrling, Spitzhacken, Lehrling. Die Spitzhacke müsste schon relativ. Aber nicht Level 12, doch. Welches Level bist du? Ah, sicher kann ich ihn machen. Ich bin Level 8. Oh, noch ein bisschen. Circa 1220 bis Level 9. Spitzhackengeselle erst ab. Level 24. Nein, du musst gucken, erstmal Spitzhacken Lehrling, dann musst du mal gucken, ob du das haben kannst. Dann brauchst du Level 12 und 2 Skillpunkte. Level 12. Genau, erstmal musst du das machen, dann kannst du natürlich auch einen Pfeil machen, dann kannst du. Und dann, wenn du das hast, kannst du Spitzhacken Gesellen machen, Level 24 und 4 Skillpunkte. Cool, da fällt mir ja nicht mehr viel. Level 10. 10. Verbauen. Level 10. Kupferlizenz müsste 9000 kosten oder 8500. 9000. Dann bin ich ja schon wieder direkt pleite, Alter. Ich kann sie mir nicht mal leisten, ich hab nur 5000. Ich kann euch 15.000 so aufteilen, dass ihr die Lizenz euch holen könnt, das ist kein Thema. Gerne. Warte mal, wir brauchen erstmal, weil ich hab noch auf dem Konto, hab ich selber noch 90.000, das reicht erstmal, das ist kein Thema. Wir brauchen erstmal Geld von euch. Er ist hier. Der rechte von mir, der in der Mitte ist. Wie viel brauchst du? Leon? Also gib mir 5000, dass ich nicht ganz pleite bin. Aber warte mal, nee, gib mir mal 9000, dass ich nicht zum Automaten muss. 4000. Okay. 5000 habe ich zum Not noch. Das ist ja noch was drauf. Aufpassen, wenn ihr von ihren Wellen was kauft, dass ihr halt nicht unbedingt das habt, wo die scheiß Bullen da sehen. Dann seid ihr mal euer ganzes Zeug einfach los, ne? Eine legale Waffe, also nicht wirklich. War auch eine legale Waffe, aber eine illegale Vermummungsmaske. Deswegen darf man die Vermummungsmaske auf. Böse, gut, bitte. Matze steht an der Tankstelle. Noch. Mit seinem Heli. Ja, ich muss ja, glaube ich, auch da, wo die Flugzeuge sind, verstanden. Kann er da nochmal rein? Kommt ihr zurecht? Matze? Schlumpfine, bist du noch da? Anscheinend nicht. Alter Knacker! OP! Alles klar, du darfst mir nicht antworten. Bist du verreckt oder was?
Bett ist voll. Judy, den ganzen zweiten auch noch voll. Erster Hemmet voll. Extra doch, ja. Sind jetzt beide Hemmets oder nur einer voll? Nur einer. Ich kann ja dann mal LKW jetzt reinpacken, weil da irgendwie gerade noch was Besonderes benutzt. Kann nichts mehr machen. Können wir, ich hol mal technisch in die. Wohin wollen wir nachher zuerst fahren? Wo bist du jetzt gelandet? Kann man denn auf der Karte bitte schön das Licht aktivieren? Warte mal. Ich guck mal kurz. Die Spitzhacke. Also, du hast jetzt die Karte ganz normal und nimmst dann die Windows-Taste, hältst sie gedrückt, dann siehst du Taschenlampen. Geht grad nicht, ich farme gerade, deswegen wahrscheinlich. Das geht auch trotzdem. Und dieser Taschenlampen. Funktioniert bloß nix. Ich muss Taschenlampen das zu holen. Oh. Oh. Also sprich die Folgen MX991 zum Beispiel. Nur kurz zur Information, dadurch, dass die mich jetzt zweimal versucht haben, also dass du, dadurch, dass die mich beschossen haben, ich hab's gemeldet. Ja, weil das geht gar nicht und deswegen der Garage und in der Stadt mit der Waffe, das habe ich auch gemeldet, weil ich habe die Schnauze voll mit solchen Leuten. Richtig. Wie, in der Stadt haben sie auf dich geschossen? Nein, sind sie auch mit Waffen rumgerannt und haben, haben auch an der Garage geschossen. Okay, das müssen sie natürlich nur mit Ankündigung machen, das dürfen sie natürlich dann nicht. Ist, nee, es ist komplett verboten. Das ist
darfst du nicht beschießen, das ist mir klar, aber ich sag mal, im Zuge der, wenn du jetzt auf der Flucht bist und du in die Zielsten reichlich bist, dann können sie dich beschießen. Das dürfen sie theoretisch. Aber ich sag mal, wenn sie auf die Karte gewartet haben, geschossen haben, ist das gut, das ist ganz klar. Und jetzt ist das nächste, dass in der Safe-Zone bzw. auch in der Stadtlatrine ist generelles Waffenverbot. Es muss, muss eingepackt sein. Ja, aber das darfst du brechen, das Waffenverbot. Du kannst die Waffen offen tragen dort, musst dementsprechend aber auch mit dem Bußgeld rechnen. Oder halt mit Abnahme der Waffe. Und selbst in der Stadt darfst du eigentlich schießen, wenn du das Fakku der Polizei zum Beispiel übersetzen willst. Ich würde mich vor der Ausfahrt setzen und sagen Widerstand. Wieso kommt er schon? Ja, ja, der ist auf dem Weg.
Wie lange laufen wir mit der? Die Leiter, mach ich lieber mit. Kriegst du kein Geld. Der zweite Hemmel ist so bald voll. Sollen wir dann die Taschen noch voll machen? Also wenn der Hemmet bei mir, wenn der Hemmet ausgeladen ist, kriegt jeder von mir 10.000, die mit voll sind. Also ihr zwei. Ja. Jeder 10.000 und dann kriegst du noch 10.000 bei Döttle. Wegen. Mich kannst du ignorieren, weil ich aber selber in LKW halte dann auch auf. Nehme ich den anderen 10.000, ne? Hemmet ist voll. Wisst ihr, wann ihr Server Restart ist? Genau 0 Uhr. 24 Uhr, um 8 Uhr, um 16 Uhr und wieder um 24 Uhr. Also man macht es schon Tag. Achso. Wurde das jetzt geändert? Nein. Das ist unterschiedlich auf den Servern. Ach ey. Jo. Ich hab mir gedacht, dass alle 4 schon. Bettler? Mein Rucksack ist voll. Ja! Ich teile das Geld auf. Aber ja, kurz mein Rucksack voll und dann bin ich auch so weit stark da, ne? Sag jetzt zuerst, wo wollen wir zuerst hin? Schlacke, also Mülldepot oder eher das Metall? Verarbeiten, dann bringen wir das genau. Zur Schlacke und dann von der Schlacke fahren wir zum Metall hin. Ich fahre euch einfach hinterher, ich kenne den Weg nicht mehr. Dass wir wenigstens ein bisschen Geld schon zusammen haben. Wo soll ich mitfahren? Also bei mir. Kannst du bei dir mitfahren? Nee, ich fahre einen T6 mit oder T5, was auch immer das ist. Kannst du mit dem Hemmet mitfahren? Oder so. Ich kann dir überlassen. Jo, ich weiß. Du musst aber nie einsteigen. Geh mir aus dem Weg. Meine ist aber Kampferprobe. Das ist mein Schnuppen. Das ist mein Baby. Ich sitz drin. Ich warte. Wenn ich hätte ich einen Schlüssel gehabt, so ist es nicht. Der Matze ist gerade der technische Dienst. Matze ist technischer Dienst? Nee, der bei dem ist gerade der technische Dienst. So. Achso, ja. Ach, ich sollte mal was essen, wa? Hoffentlich lauern sie nirgendwo. Egal. Was die lauern. Wenig zu verlieren. Doch, zwei Hemmet. Den bekommt er aber nicht. Ich bin nur die Kraft kriegen, aber den Hemmet nicht. Da knall ich die freiwillig ab. Mir ist das wurscht. War schon teuer genug. Wie teuer? Also Andi ist uns auf den Fersen irgendwie. 470, dann sagt. Ich bin übrigens voll jetzt. Ja, passt, dann fahren wir.
war ganz hinten. Aber fahren wir ja in hier rein. Nee, ich halt Abstand. Besser ist es. Soll ich vorne fahren, weil, oder soll ich als Mitte fahren? Falls ihr linke könnt. Willst du Mitte fahren oder soll ich vorne fahren? Mir ist es wurscht. Du sollst. Hätte ich gesagt. Doch, das Hupen hat schon gereicht. Ja, fahrt ihr auch mal da vorne oder? Also, mein Handy geht gleich in die Luft. Ich hab da gerade eben gefragt, ob ich fahren soll oder. Denn was geht gleich in die Luft? Mein Handy explodiert gleich. Warum? Wir versuchen den gerade zu ziehen. Ich seh's im Livestream, Junge. Alter, Leute, Alter, das müsst ihr. Alter! Mach mal den. Nachtsicht an, dann sieht man das besser. Ey, die schaffen das. Die schaffen das, den zu ziehen, Leute. Schön, wie er hinten fährt, wa? Ey, Leute, könnt ihr auch mal die Straße benutzen? Nö, wieso? Tolle RP. Das halt, was hat das mit der P zu tun, Alter? Fährst du auch quer ein Feld, oder was? Man, du musst dich auslassen. Wenn schon Auto kaputt, dann richtig. Idiot. Ja, ich musste gerade nur schreiben, deswegen weiß ich, Wunder ging gerade nicht. Alter, der hier vom technischen Dienst macht das übelst geil. Ich sehe es im Stream so. Andi hat mir gerade geschrieben. Und was hat er geschrieben? Angeblich will er jetzt schlafen. Ja, soll er machen. Haben geschrieben, wir sind in der Hauptstadt, jetzt von der anderen immer in der Kuperschule. Bist du an der Tankstelle oder wo? Hätte? Hätte? Oh, lass ihn doch mal, wenn er nicht antwortet.
Der wird wahrscheinlich gerade irgendwas mit dem technischen Dienst machen. Übrigens, wenn ihr mit dem Helmet über 140 kommt, nach 144, 145 km/h ungefähr, dann bremst er automatisch auf 80 runter. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Ein paar Jährchen hinter sich. Ah, okay. Ja. Fahr wieder, hier ist eine Tankstelle, hier kannst du tanken, geil. Achtung, Blinker, Blinker. Ja, von dir falsch, komm da. Echt? Glaube ich dir. So, bin ich wieder auf dem Weg. Verstanden. Ich auch nicht. Also, so genau möchte ich es nicht wissen gerade.
kommt wieder kein Schiff, die sprechen da so schnell auf. Glaube ich dir. Nicht erschrecken, ich bin der Enttäusch. Ja, habe ich vorhin die Autos getestet, fällt mir gerade auf. Nee, deswegen kenne ich das hier so gerade, weil ich hier die Autos vorhin getestet habe. Lizenz muss ich kaufen. Super. Mist, ich kann nicht verarbeiten. Ich habe keine 750 Dollar bei mir. Ich habe noch gar keine gekauft. Gleich wieder da.
hochrufen. Können wir mal bitte einer von euch erklären, warum der Typ bereits ein Handy hat? Schatzi! Warte mal, bist du das, mein Engel? Ja! Ha, hallo! Ich hab dich so vermisst. Alter, ich dich auch. Schön wieder deine Stimme zu hören. Aber ja, ich könnte jetzt hier mit dem Funk rumzuschwuchteln, Alter, ey. Ey, das geht gar nichts an. Wenn du das passt, dann hör dich zu. Entschuldigung, ich bin dran, ja? Echt mal, ist so. Wir haben leider noch nicht geheiratet. Wird doch kommen. Warte ab. Ich frag mal bei den Bürgermeistern nach, ob man da was organisieren kann. Wirst du können. Vielleicht eine Rasur oder so, wäre schön. Aber der Rest passt. Ich meinte jetzt so von der Hochzeit her, weißt du? Ach so, ich dachte, okay. Ja, dachte ich auch. Also, lange gab es so, wo die Polizisten geheiratet haben. Echt cool mit dem hier auf allem drum dran. Ja, ich weiß, auf Arkeside, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, was da gewesen ist. Von nur der Zeitung gelesen. Ah, schau, der Präsident ist online. Wieder da. Als Polizist. Das werden wir gleich sehen. Wäre nicht gut, ich habe gerade was geladen, was man vielleicht so nicht finden sollte. Schatz, wie viel Geld hast du auf dem Konto? 200.000 und nicht mal nicht komplett. Weißt du, wie viel Geld ich auf dem Konto habe? Wir haben zwei Kopfs drin. Ich hab 30.000 auf dem Konto. Wow. Opi kommt. Ja, wenn du immer alles für Beauty-Zeugs ausgibst, ist doch klar, dass du heavy. Hab ich dir doch gesagt. Sorry, Schatz, ich hab mir eine Waffe gekauft. Ach so, wenn's nur das ist. Eine illegale. Sag halt, was den betrifft. Ach so, wenn's nur das ist. Opi. Für 30.000. Ach so, ja, wenn's nur das ist. Wieso fliegt der überhaupt mit seinem Helikopter? Wenn der Kupfer macht, wäre es doch leichter mit normalen Scheiß da. Der spottet uns nur, also der beschützt uns nur. Wieso wird schon wieder überfallen? C. Von wem? Andi. Andi? Yeah, von Andi? Ja. Aber ich hatte. Wir haben drei Kopfs drin, Igor auch. Scheiße, das ist schlecht für mich. Machst du gerade schwarz? Ja. Ja, ich hab gehört, wir machen gleich zusammen schwarz. Wette? Können wir machen, ich hab allerdings eine Waffe ohne Munition. Ja. Ich hab Muni. Schon mal Konvoi-Bekleidung beantragen. Jo, der Helmet bei mir ist fertig. Ihr wartet bis alle. Meiner ist noch nicht fertig, bei mir ist noch ein Haufen Zeug drin. Okay,
das ist echt peinlich. Was ist daran peinlich? Na, da bin ich vergessen, dass deine Freundin. Also, nee, das passiert mir auch manchmal. Ich vergesse manchmal, wie sie aussehen. Ein Geben und Nehmen, sag ich dir. Ein Geben und Nehmen. Schon wieder außer Reichweite, kann das sein? Ne, glaub nicht. Von euch weiß nicht zufällig jemand, was gut Grundeinweisung stattfindet. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Angst, dass Polizei auf Revier zu fahren. Ja, die kontrollieren halt einfach. Das ist schlecht. Oh mein Gott, heftiger D-Sync. Ich hab's gemerkt. Bei mir oder bei wem? Bei allen. Ja, bei dir ganz vorne, du hast keinen Hochstarter gemacht. Ja, boah, du geil. Auch. Mit dem Himmel. Du auch. Ja, ich kann's halt. Jeder hat bei mir einen Hochstarter, also jeder ist nach hinten, ich wäre beinahe in den Roten reingefahren. Ich bin ein Lowrider, Hammond. Ich kann's halt. Was ist mit Verkaufen?
Und dann gucken, können wir nämlich dann die Zeit verkaufen, wenn ihr einmal das Geländedokument abschickt. Ja, ich muss auch noch verkaufen. Achso, du auch noch. Ja, aber die rechnen dann nicht mehr, dass du was drin hast. Glaubst du? Kurven fahren. Wie macht der denn? Lass mich mal rein, lass mich 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 rein. Ich meine, zum Null könnt ihr hinten auch bei mir alle mal in der Gelegenheit einfach mal auf den Truck drauf, dann geht man hinten auf zu Leute rein. Geht an mein LKW. Ich tue selber die Schlacke verkaufen. Ah, absoluter Geldgeier. Nee, es geht einfach wegen Zusammenrechnen für euch dann aufteilen. Ja, ich weiß, bei mir wird auch ganz schon rausgenommen, egal. Ja, ich kann jetzt Geld wieder geben. Passt schon, alles gut? Frage, wo müssen wir jetzt hin?
Warte kurz, du guckst mal, der Metallhändler, der ist, da wo du den kleinen Transporter kaufen kannst, links ist mein Rohstoffhändler und die ist Kräuterfelder, das ist auf der Höhe. Kleinen Transporter, wo sind die hier? Kleintransporter und LKWs. Die sind über der Hauptstadt, links über der Hauptstadt und links daneben ist ein Metallhändler, orange Schrift. Ah, von. Ach, Mats ist als Polizist mit drinne, hab ich gesehen. So. Aber übrigens, Mats ist mit als Polizist drin. Nicht alle auf einmal reden, verstehe ich nicht. Kann der nicht Tschüss sagen oder so, jetzt mal ganz ehrlich? Ich hab doch selber aus meinem LKW. Uns anmotzen, wenn wir nicht Tschüss oder Hallo sagen, aber selber nicht, ne? Du, das ging mir nur gerade eben darum, dass wenn drei Leute reden, ich mir nur einen verstehen kann. Das war jetzt irgendwie nicht böse gemeint oder sonst. Nein. Ja. Ja, ich bin Neujahr. So, ich hab 19.000 erstmal, wenn wir was haben wollen, dann sollen wir bitte zu mir zum Geld kommen. Geld. Bitte ja. Oh, danke. Denn wie viel hast du mir jetzt gegeben? Wer? Ja, mir, Leon. Achso, 1.000. Okay. Ich hab noch 19.000, guck mal hier, wer hier noch Geld haben, wenn er noch nichts bekommen hat. Sagst. Ja, mach. Können wir weiter? Erstmal bei der Bank, bis das Geld alle einzahlen. Ja. Verstanden. Okay. Mach ich zwar nie, aber okay. Händler wartet am Händler. Okay. Also ich gehe nicht einzahlen, weil warum? Achtung, ich bremse kurz. Ey, ich hab's doch gerade eben im Funk gesagt, du Affe! Ja, hab ich gehört! Mal von der Seite! Ja! Aua, das tat weh! Ich bin froh, dass kein Fahrrad gebraucht hat, ich werd fast aus dem reingeknallt! Ja, du bist jetzt reingefahren, jetzt immer vor. Ja, ich geh schon mal zum Verkauf, weil ihr braucht nicht so lang. Ja. Hallo? Ja. Ich muss mich bloß noch kurz verbinden. Hört, weiter geht. Wir tun dann an der Bank warten. Mal kurz das Geld einzahlen. Ja.
gemeldet haben, bin ich dann aber erstmal weg. Okay. Also haben wir jetzt, wie viele Polizisten haben wir jetzt am... Letztens ist am Hetz, so. Wirklich steht fest. Okay, dann wird sicherlich auch noch jemand dabei sein. Nö, bloß nicht. Das ist halt, wenn man schon seit um 6 Uhr wach ist. Schau mal vor, ich überhole euch, nicht erschrecken. Okay. Also ich bin gleich da, was soll's denn? Das interessiert mich nicht, der nie warten kann. Ja, ey, da vorne! Der will den Teller Hemmets, Alter! Junge, hast du auch mal irgendwas zu sagen, was nicht irgendwie am Nörgeln ist, Mann? Wenn du was dagegen hast, dann verpiss dich! Ich weiß nicht, was für eine scheiß Stimmung du hast, aber lass die Ohren raus, Mann! Jetzt los. Alles. Brauch jemanden hier Sidechat drin. Ein was? Im Sidechat. Kommst du denn hier mit deinem Hemmet? Ja, ja, ich musste bloß gerade umschalten. Ich war auszusehen im Sidechat. Achso, alles gut. Der vorne weggefahren ist, der mit dem schwarzen T5. Ja. Wiederholen? Du kannst dir ja gerne einen Turbo-Motor kaufen. Dann würde es ja wahrscheinlich schneller gehen. Damit jetzt kein Problem, aber am besten mit Silberausstattung. Der Motor muss richtig schön silber sein. Der Fahrer langsamer. Man hört dich ganz schlecht. Dass jetzt hier so viele da sind, generell User. Immer die ganzen Stufen hoch. Ja, war. Meine Sportpille einbauen, damit es so weiter runter geht. Wäre schon schön. Kann losgehen. Moment. Junge, so ein Konvoi macht Spaß und pusht echt die Laune hoch, also ein kleiner Konvoi. Ich muss mal kurz tanken. Verstanden. Das liegt das nicht. Ich auch mal gleich, warte.
jetzt noch irgendwas von Detlef? Hat er irgendjemand das gefunden oder wie? Über den Kollegen fragen, der ist doch irgendwo dort oben. Jungs, wie lange braucht ihr noch? Ich frage, wie sieht's bei dir da oben aus? Wir sind gerade am Tanken, guck mal nach, wie es da aussieht. Also die Krücken stehen hier oben, also ihr braucht keine Angst haben. Wir sind in 5 Minuten da, 10 Minuten da. Ich blute. Ich hab keine Angst, ich blute. Gleich. Doch, aber ich kann sie glaube ich gerade gar nicht selber verwenden, deswegen. Rechtes Bein, ne? Jo, danke. Hallo, mein Einspeicher, da schließt man auf. Willkommen zu dem Flug von Tankstelle nach Händler. Metallhändler. Ladies and Gentlemen, der letzte Stop ist Metallhändler. Ach, die wollten fahren im Flitzer. Cool. Achtung, jetzt hab ich auch. Der LKW ist nicht so schnell. Soll ich schieben oder was? Wenn du das machst, dann bringe ich dich um. Dann lade ich ab, dann tue ich vorne meinen Haken lösen und da rollt das ganze Gewicht von hinten auf dich vor. Dann bist du dann wie frei. Schön, wie so, als ob ich hinter dem Brettner laufe. Oh ja, doch. Nö, alles Spaß. Da, oder? Guck, da ist meine Bushaltestelle. Oh, da hat man einen weiten Fußweg, ne? Ist das mein Problem? Ich bin bloß verbunden. Macht das. Ich, dass du nur verdurstest und hier stehen bleibst, einfach so. Hier ist jetzt kein Arzt da. Ne, ist gar kein Arzt da, sondern nur Polizisten, ey. Eins, zwei, drei, vier. Fahrt ihr vor wieder? 9 Polizisten, ey. Wann sind die ungefähr da? Ich hab da nochmal gefragt. Ja, in einer Minute. Man kann dich nicht hören, du bist extrem, du hörst nur Rauschen. Also ich verstehe ihn, Leute. Ich gar nicht, hör nur so ein... Ja, Roboterstimme war ich, aber sonst... Das beiden Mal. 2 Kilometer, chill.
wenn was. Ich sehe leider nichts, ich sehe nichts. Der war da oben rechts auf dem Berg. Okay. Weiter RVB-Bulli. Ja, ich komme ihm mal entgegen. Ich sehe da auch einen stehen wahrscheinlich. Sag mir, wo dann fahre ich hin? Ah, das sind die Cops. Ich fahr bloß das langsam. Was, das sind die Cops? Ah, da steht schon ein Cop-Auto. Jungs. Die Cop-Auto fährt weg. Wenn ich hier bekomme, könnt ihr, wenn ihr gut seid, ich besorge, ich hab zwei Pizza kritisiert. Komischerweise nach kein Zeit gekriegt haben. Und ich brauche Pizza. Achtung! Das war knapp, du! Was ist denn hier los? Hier Polizei, Versammlung oder Polizeitreffen? Also Jungs, aufpassen, es wird ein schwarzes VW-Bulli gesucht. Geschossen. Jungs, wenn ihr Waffen habt, ihr sollt wegfahren, weil dass sie euch nicht abschießen. Ich glaube, da schießt von noch jemand anders, der hat gerade auf unser Auto geschossen. Yep. Da ist noch ein zweiter irgendwo. Irgendwo im Wald. Soll ich den Helmet nehmen und wegfahren? Sagt der Polizei, im Wald ist noch ein zweiter. Du kannst nicht mehr weit wegfahren, der hat einen Platten. In welchem Wald? Ich hab keine Ahnung, aber irgendwo von irgendwo kamen die Schüsse. Du, ich schaff alles. Er kommt ja gerannt. Kommt einfach mal hierher. Ja, ihr sollt da vorne stehen bleiben an der Straße. Eigentlich habe ich. Komm mit der Himmel zu mir, wenn du kannst, weil die LKW-Reifen alles repariert.
Ich hab auch Reifenball. Ich hab totalen Rechten. Hey Jungs, könnt ihr mal kurz seine Polizistenfolge da draußen gesagt? Loslassen. Jan, leg dich einfach einmal hin, die Gaffe Y. Wie kann ich jetzt daran? Wisst ihr noch, wie man den Reifen wechselt? Ja, du nimmst dir erstmal einen Reifen raus in dein Inventar. Dann nimmst du die rechte Wendungstaste bei dir, guckst erst in den alten Reifen entfernen, klar den aufwechseln, machst du den unten immer wieder raus. Dann Tab-Menü öffnen, Reifen benutzen, runterscrollen und dann die rechte Wendungstaste wieder nehmen und sagen Reifen wechseln oder Reifen aufwechseln. Also Jungs. Was haben die genau zu euch gesagt? Haben die nur Überfall gesagt? Ja, Überfall, dann habe ich nicht verstanden, weil mein LKW an war und der da oben so genuschelt hatte. Okay. Überfall normal ist eigentlich nicht gültig, da muss man auch mehr sagen, Überfall, nehmen Sie, steigen Sie aus und legen Sie Ihre Waffen wieder. Das wäre jetzt nicht die Rolle für jeden, aber Überfall selber noch zählt nicht. Ich habe alles aufgenommen. Falls irgendeine Aufnahme benötigt wird, bin ich gerne dafür frei. Er funktioniert irgendwie gerade bei mir nicht hier. Ja, ist egal, ich mach schon. Weil bei mir kommt doch noch das Interaktionsmenü hier, Fahrzeug reparieren und umdrehen und sowas, deswegen. Ja, alles gut, ich mach schon. Ich hab nur 6 Reifen mit, sobald muss ich mir von hier 2 Reifen erstmal leihen. Hier liegt ja, Achso, du brauchst einen Werkzeugkasten. Hier liegt ja einer. Ach, einen Werkzeugkasten brauche ich noch. Ich hab noch einen, ich kann dir einen geben, komm mal mit rüber zu mir auf der rechten Seite vom LKW. Jungs, wenn ihr aneinander steht, könnt ihr bitte nicht funken. Ich unterhalte mich hier mit dem Polizisten und mit Funken. Kann man den irgendwie leiser machen? Ja, kannst du. Wie denn? Wenn du Funk bist, bist du auf die Data-Taste und da kannst du Lautstärke verringern. Okay, danke. Kein Problem. Gegen einen, eieiei, das kann was werden. Jetzt macht das mit dem Reifen. Die Ankündigung an. Mach das.
habt ihr den mittlerweile? Da geht's auch richtig zur Sache, du. Da geht's auch richtig zur Sache, du. Einer ist oben auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob das ein Polizist ist. Ja, die Polizisten sind oben auf dem Berg. Der Rettungsdienst ist auch schon da. Ah! Und wer ist jetzt von uns gestorben? Stay. Oder wie er hieß. So, wen soll ich das Geld geben? Mit dem kann ich eh nichts anfangen da oben. Gib mir mal den Ausweis, bitte. Ach, Wilhelm, ich geb dir mal das Geld, genau. Wie viel habt ihr jetzt rausbekommen, Jungs? Ich hab dir jetzt gerade nicht verstanden. Ich glaube selber, ich bin hier auch hier. Achso, ja gut. Das war ja nicht mein Helmet hier. Das ist jetzt der Anteil von den Schwingen. Warte, alles hier verkaufen, warte mal.
Ja, das ist ja der Helmet, das ist ja nicht mein Helmet, sondern von Stay hier. Das ist mein Helmet hier. Ja, nicht der, ich meinte den hier, der war ja von Stay. Und das ist ja sein Geld, also. Also Jungs, der kommt, das bin ich, ne? Also nicht erschrecken. Ja, das ist. Achso. Andreas, blank. Das war doch der Engel. Ach du Scheiße. Jo, wir sind alle heile. Ja, könntest du das der Leiche hier oben erzählen oder was? Hey Landwirtschaftssimulator. Ja, das bin ich, hallo hier. War es jetzt auch der Lohn von, wie heißt der? Von Stan oder nur von dir? Das war mein Lohn, von meinem LKW, die hab ich immer aufgefallen. Alter, ich meine jedes Mal, wenn du redest. Wie sieht er, wo Stan ist? Du kennst das Standard-Bild. Ist hier der Stich an der Standard-Bild? Okay, wenn sie was haben, kommst du damit zu Marco. Okay, verstanden. Ich weiß gar nicht den Namen, aber der hat ein Camouflage-Ding mit der Wasserflasche. Danke. Ey, kennst du Standard-Skill? Der YouTuber. Du hörst genauso an, wie du jedes Mal, wenn du redest, meinst du das der? Also. Nee, bin ich auch nicht. Ja. Muss man nach dem auf YouTube suchen, Standard-Skill. Entschuldigen Sie. Ja. 1 zu 1 angesehen, der da aussieht. Keine Ahnung. Welcher? Rogard. Moment, habe ich mal eine Frage. Ich bin jetzt mal weggelaufen. Stan, Sachen sind auch weg. Also, wer hätte das Geld von Stan? Das habe ich aufgesammelt. Icke. Also, das Geld von Stan habe Icke. Aber ich meine, das war vom Verkauf. Ja, das habe ich alles. Achso, ja. Yeah. Dann frag ihn, wie viel er hat 10.000 gesagt, glaube ich. Ich gehe jetzt bei mir 20k einzahlen und den Rest gebe ich ihm. Also ich muss nachher, also Leute, ich muss nachher nochmal einkaufen oder was und dann jo. Ja, weil wegen Waffe illegal und Andi und hat mir verkauft, das wäre eine gute. Lass wir jetzt wie? Leon, mach mal dein Auto aus. Zwei angestupst. Nee, ist reich. Naja. Wer war das? So Leute, ich fahr jetzt erstmal in die Stadt. Wird die auch soweit? Nee, warte, es wird grad noch Ding wieder belebt. Stan und dann. Jan das Geld, dann verteilt er das Geld und dann gehe ich aber auch. Verstanden. Was ist denn der?
du bist ja wieder da. Danke, Herr Medic. Ich bin bitte taub auf dem Ohr. Kommen Sie mal bitte mit. Können Sie mir mal bitte helfen beim Aufstehen? Was jetzt mit dem Geld? Ja, und eins. Beantworten, dann können wir noch drei. Ach, ja. Eins, zwei, drei. Wie viel Geld haben wir rausgefunden? Du bist die Janfall, der hat alles von dir. Ja Mensch, jetzt sieht man die Cops Auto auch mal. Drei. Ja, stimmt so, boah. Ich fahr mal in die Stadt, ne? Joho, war schon. Ja, ich komm auch nach. Ja, war das alles von dem Geld? Ja. Ja. Okay. Was hältst du das jetzt? Nur wenig. Wie viel denn? Ja. Nur wenig? Oh ja, so Gott. Wenig. 109. Imperium, rein. Ja, ich will auf meinen Track kaufen. Bitte da. Ich fahr mal dein LKW dann. Jo, fahr mal mein LKW in der Garage bitte. Schlüssel hast du ja. Jo, sag, wo hinten, welches Krankenhaus soll ich bringen? Ich hab doch Krankenhaus. Ich kann nur einen LKW fahren. Ja, ich hab mein LKW. Keine Antwort. Ich hab nicht mal Lizenz, ich hab nicht mal Führerschein für den LKW. Egal, dann sagst du, ich hab einen Beantrag. Okay. Nee, wenn sie fragen, wo dein Lappen ist, zeigst du ihnen Waschlappen. Zeig ihnen deine Waffe, das ist deine Lizenz dann. Welche Waffe? Ich hab nicht mal eine Waffe. Boah, du. Achtung, hinter dir ist ein Audi. Wilhelm. Hast du meinen Helmet ja noch? Ja, natürlich habe ich ihn. Super. Der Audi ist ja da. Wir lassen vorfahren. Okay. Muss ich mal reingucken nach hier in der Stadt, dann muss man mal LKW einsteigen. Und ich hab mich am nicht mal getroffen, du kannst das Führerhaus am Menschen sein, ja. Was für Lappen, ey. Nicht mehr zielen können sie. Hast du gesehen, der hat vor uns einen Unfall gebaut. Es freut mich, dass ich es geschafft habe, das ist ja nice. Auf jeden, ey. Ja, weil die nicht mit so einer Präsenz gerechnet haben. Ich hab mir gedacht, jetzt kommen irgendwie vier Leute, so zwei Waffen, oh ja, und dann kommt plötzlich fünf Cops angelaufen.
nächste Flug. Weiß nicht, aber wenn das zweite gewesen ist, eines ist der Andi gewesen, aber das zweite wusste ich nicht. Auch Andi. Wiederholen? Andi. Ja, der Andi weiß ich, aber den zweiten Namen, den weiß ich nicht, wer das gewesen ist. Weiß ich auch nicht, hab jedenfalls den Flugkopf Bescheid gegeben. Gar nicht mal gesehen zuerst, weil nur als wir nachfallen haben. Ist mir aber die Typ da aufgefallen. So, so ist denn, ich bin jetzt bei gleich bei der Garage mit dem LKW. Garage, aber ich will kurz das Geld einzahlen. Jo. Einsteigen. Ich gehe mal an die Schweinerei. Oh, ey, du. Ach du Scheiße. Und jetzt sagen wir, dass ich kein Glück gehabt habe. Du hattest sehr viel Glück. Warte, ich will aussehen. Warte mal, da ich komme. Ja, bei uns Geldautomaten in der Hauptstadt. Und dann die Seiten natürlich auch nochmal massiv alles getroffen. Ja. Shit, 50.000, Alter, nice. Nein, ich hab meine Waffe verloren. Wer hat jemand meine Waffe aufgehoben? Negativ. Ich hab eine AK gefunden. Hätte ich ewig meine legale Waffe holen können. Ich hab eine illegale Waffe. Arschloch. Hast du aber gefunden. Da ist mir wieder eine neue gekommen. Ach nee. Falsch. Ja? Ja. Komm mal ins Krankenhaus mit dem Helmet. Hatte ich gerade eigentlich vor. Also, was soll denn mal kurz leise sein? Ich bin mit dem Officer im Gespräch. Jo. Nee, der hat gerade bloß spielen gelernt. Ich komm zur Garage. Der Jan ist am Krankenhaus. Yep. Das fühlt sich so gut an, so viel Geld zu haben. Also für mich sind wenigstens 50.000, also 57.000 viel. Ich hab nur für meinen LKW für 1.400 Platz. Hab ich nur 109.000 gekriegt, ey, das ist echt wahr. Ja. Yep.
dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und ich bin dann erstmal für heute weg. Jo, tschö. Ciao, ciao. Ja, warte im Warteraum. Will ich doch. Jo, spät. Kann man sie bloß nicht hinsetzen. Ist schon. Nee, ich sag es auch. Ein Negativ. Negativ. Meine Mäuse, wo seid ihr gerade, Alter? Ich lieg im Krankenhauszimmer. Sehr schön, sehr schön. Nur wieder mit Teilfarben. Yo. Hier während muss ich mich mal dann zum Flughafen fahren und ich muss meinen Zwinger wieder abholen. Austin! Hallo! Du hast ein bisschen eine Kick in der Ausdruck. Stan, kannst du mich hören? Besser. Ja, bin wieder entlassen. Okay, ich bin also im Krankenhaus. Ich mach daraus, denke ich mal, auch nochmal wieder einen kleinen Post. Ha, ich seh dich. Juhu! Juhu, Juri! Hat ihr von euch einen Lackstift dabei oder gleich, damit ich meinen LKW wieder schick machen kann? Nee. Schau dir doch die Sau gleich mal an! Was denn? Bei der Garage. Ich lauf! Ich fahr! Ey, du müsstest mich mal zum, dann nochmal kurz zum Flughafen fahren. Zum Flughafen? Mein Auto holen! Ja. Weil Matze sich vorhin ja den scheiß Helikopter geholt hat und mein Auto da stehen bleiben musste. Guck mal den Tanker auf, bitte. Kannst. So eine scheiß Schranke, ey. Alter. Jetzt sagen wir, sieht aus wie neu. Das kann ich, ihr alle habt. Gebrauchsspuren. Ich verkaufe ihn noch teuer. Die Sache, Kampfabbruch, ne? Ich glaube, Bild machen. Ja, ich glaube auch noch. Ja, mach mal vorher nach. Ah.
ich hab den Hein hier oben nicht gesehen und dann auf einmal sagt er Hände hoch und zieht er auf mich und hing noch an der scheiß Wand fest. Ich bin weg. Ich kam da nicht weg und die haben die Dickel eingeschlagen und da haben sie nur die Leichen. Soll meine Waffen müssen noch dort oben irgendwo liegen. Ich glaube, die wurden aufgesammelt. Sandro Svensson, was ist Panik? Ich kann nur kurz erstmal eine von meinen abdrehen, ist kein Thema. Der Pop ist eine Handwaffe, ne? Normal. Ja, warte mal. Nee, lass decken. Nee, lass decken. Komm. Nee, lass decken. Können wir schnell eh, ne? Das ist kein Problem. Ich darf erst bei den Herren hier mal kurz zum Flughafen. Kommst du mit? Ich muss immer erst zur Polizeistation, sondern meinen LKW erstmal einparken. Und weil ich wollte die Polizisten noch 20.000 durchführen müssen. Achso, okay, ja, mach das. Macht an alle, Andi hat mir gerade geschrieben. Und er hat schon mal was vorher noch mit ihm, aber hat er geschrieben, weil er das immer wieder macht. Guck mal, da stehen die ganzen Polizisten rum. Wenn man zurückfahren musste. Ich stand ganz hinten drinne. Ja. Ja, da hinten oben drinne stehen sie. Und zwar steht mein Auto, ich kann es dir sagen, beim Luftfahrzeug, bei der Luftfahrzeuge, beim ersten, also bei dem grünen Ding. Nicht das blaue, sondern grün. Ikone. Jo. Schau mir das Ganze
Da hinten, hinter dem Ding hier, da steht doch schon ein Auto, siehst du ja, wa? Stopp! Bitte schön. Danke. Ich bin's wieder da. Jo, achte mal auf dich, in der Hauptstadt. Achtung, weil die das wieder leuchten. Ja, jetzt wieder genommen. Toll, ich wollte gedacht, ich muss was fahren, ey. Also normalerweise sollte er sich an mich wenden, weil ich zeig den gleich wie gemacht man sagen. Ja, weil ihr ungeheuert von uns hat alles auch noch Rotsee und so weiter, was hier die Regeln gehalten, weil das macht ja. Der Typ hält sich an die Regeln, Alter. Kann jemand Player-Tag erstellen? Oder weiß jemand, wie das geht? Wie meinst du denn? So. Wie meinst du das jetzt? Na, Player Tag erstellen. Dass man das am Fahrzeug dann sieht. Ach so. Ne, sowas kann ich nicht. Andi ist gerade an mir vorbeigefahren. Was für ein Audi, was für ein Auto hat ein Andi? Ein Audi. Okay. Am Flughafen steht ein Heli. Hab ich mir jetzt aber nie weiter angeguckt. Tuning-Treff mit Teils? Ja, falls das immer vorkommt, ja, ich gebe Ihnen mal hier meine private Nummer. Welches Tuning-Treff? Vielen Dank. Dann guck im, Teamspeak. Außer RP jetzt. Genau, selbst wenn ich nicht erreichbar bin, dann können Sie jederzeit erreichen. Alles klar, werde ich dann bei der Gelegenheit auch. Alles klar, wann haben Sie denn die Nachricht vom Treff erhalten? Zwei Minuten gerade. Kurz nachdem Sie Ihnen wieder Fahndungsliste ausgestellt hatten und festgenommen hatten, hatte er mich nachgekommen lassen. Alles klar. Okay, gut. Auch festgehalten. Alles klar, gut. Ich wünsche dir dann noch was das schnell. Alles klar, danke, ciao. Ich bin auch erstmal kurz aus dem Game, weil ich duschen gehe. Ich glaube, ich werde gleich.
Dach. Moin. Ach, Effusion. Oh, schönes Fahrzeug. So Leute, jetzt pausiere ich mal kurz den Stream nicht, aber ihr könnt zwar noch weiter gucken und so, aber ich gehe jetzt erstmal duschen, Leute. So Leute, das war's auch mit dem Stream für heute. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Bewertung und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.